Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns. Mit dieser Zusammenfassung aus Titus 2, Vers 11 begrüße ich euch alle ganz herzlich hier. Wir als Beteiligte aus der Philadelphia und der Adonai EMB freuen uns riesig, dass ihr gekommen seid. An diesem vorweihnachtlichen Abend wollen wir euch das Chormusical Amazing Grace ins Herz singen und spielen. Dieses Musical erzählt von Gottes Gnade und wie sie das Leben eines John Newton aus England komplett verändert hat. Dieses unverdiente Eingreifen Gottes im Leben eines verloderten jungen Mannes im 18. Jahrhundert mündete in das weltbekannte Lied Amazing Grace. O Gnade Gottes, wunderbar! Es ist nicht ihr typisches Krippenspiel, das man an Weihnachten oft vorträgt. Aber es beschreibt, wie diese heilsame Gnade Gottes, die allen Menschen erscheint, auch uns, in das Leben eines Menschen hineinbricht. Und diese Gnade, sie erzieht nicht nur John Newton selbst, sondern auch, sie wirkt sie in seiner Gemeinde. Sie beeinflusst die britische Politik. Und sie schafft eines der größten weltweiten Ungerechtigkeiten ab, nämlich den Sklavenhandel. So kann Gottes Gnade auch in unserem Leben hineinbrechen. Lassen wir es zu? Amazing Grace ist ein Gospellied. Gospel ist gefühlte und gefühlsvolle, gläubige Musik. Kommen Sie also mit auf diese Reise. Fühlen Sie mit. In diesem Chormusical von Andreas Malessa und Tore Aas wird auf der einen Seite der Hass, die Angst und die Gleichgültigkeit von drei Personen verkörpert, die darauf aus sind, John Newton zu zerstören. Auf der anderen Seite wirkt das Reden oder auf der anderen Seite wird das Wirken und Reden Gottes von einem Gospelquartett vorgetragen, die John Newton seine Gnade immer wieder zeigen wollen. Weitere Darsteller sind John Newton selbst, seine Mutter, seine große Liebe Polly Maria und noch andere. Aber ihr werdet gleich sehen. Doch vorher möchte ich bitten, dass ihr einmal euer Handy rausnehmt und das Handy entweder auf Flugmodus schaltet und falls ihr nicht wisst, was das ist, dann einfach nur ganz ausmacht, weil es unterbricht unsere Mikrofonfrequenzen und dann könnt ihr uns nicht so gut hören. Dankeschön dafür. Buenas noches, una cordial bienvenida a esta noche tan especial. Nos alegra su presencia y esperamos que Dios obra en nosotros mediante la obra musical de Sublime Gracia. Los diálogos se van a traducir al español. Si alguien necesita un auricular para la traducción, puede acercarse a uno de los Ujieres. Wir laden auch jetzt schon ein zu Tereré, Kaffee und Kuchen, danach auf dem Rasen, draußen und einfach für die Gemeinschaft auch zusammen. Und wer will, darf auch gerne eine Spende einlegen in eine der Kästen am Eingang. Gleichzeitig will ich diese Gelegenheit auch schon nutzen, um alle zu einem Gesanggottesdienst am 26. Dezember, den zweiten Weihnachtsfeiertag, einzuladen. Heute nämlich können wir alle zuhören. Aber dann am 26. wollen wir alle mitsingen, die bekannten Weihnachtslieder unter der Anleitung von David Töfs. So alle sind eingeladen zu einem Gesanggottesdienst und da sind wir alle dann die Beteiligten. Und ich will diesen Abend jetzt mit einem Gebet eröffnen und wir bleiben dazu sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, auch ganz besonders jetzt zur Vorweihnachtszeit. Wenn wir daran denken, wie du hättest auf diese Welt kommen können und du dann aber es vorzogst, als ein Kind auf diese Welt zu kommen, als ein kleines Kind, das auf die Hilfe anderer angewiesen ist, da können wir nur staunen, wie sehr du mitten in unser Leben gekommen bist, um uns deine Liebe, deine Vergebung und das neue Leben anzubieten und zu erklären. Und Herr, wir wollen dir danken
für deine Gnade, auch jetzt, gerade an Weihnachten. Und wir merken dann auch, wie leicht es ist, an so einem Kind vorbeizuleben, an dich vorbeizuleben. Und ich möchte dich bitten, dass wir deine Gnade sehen und darin auch leben, Tag für Tag. Bitte segne uns zusammen diesen Abend. Amen. Zu Tante Catlett. Ich will mal wieder mit Polly Maria spielen, die ist so lustig. Zu deiner Cousine? Bald, mein Schatz. Aber erst muss ich wieder gesund werden. Aber wenn du die Polly Catlett so gerne hast, vielleicht heiratest du sie ja später mal. Aber Mama, ich habe doch versprochen, dich zu heiraten, weil Papa immer auf sie ist und... Ach John, mein Junge, jetzt werde ich noch dein Spielzeug aufräumen. Und dann wollen wir jetzt noch beten und ab ins Bett. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. John Newton, geboren am 24. Juli 1725. Die Gebete und Lieder seiner Mutter behält er ein Leben lang. Elisabeth Newton stirbt mit 27 Jahren an Tuberkulose. John ist 6, treibt sich auf der Straße herum, schaut zu, wie am Ufer der Themse Piraten und Deserteure gehängt werden. Sein Vater, ein Kapitän, heiratet bald wieder. Die Stiefmutter mag den kleinen John nicht. Er kommt in ein Internat. Dann ist er hier gefühlt nicht wirklich stark.
Vater John Newton Sr. vermittelt seinem Sohn eine Lehre in den britischen Kolonien auf Jamaika. Der Passagiersegler in eine gesicherte Zukunft legt am 20. Dezember 1742 von Liverpool ab. Doch der 17-jährige John Jr. erscheint nicht rechtzeitig zur Abfahrt. Sie Rüpel! Entschuldigen Sie, Lady, aber ich muss eilig am Passagierpass sein. Entschuldigung, Polly? Sind Sie Polly Maria Catlett? John? John Newton aus Wapping? Der Sohn meiner Tante? Das gibt's ja nicht. Du warst ein Kind. Ja, du auch. Da ist ein Magnet unterm Sitz. Kann einfach nicht aufstehen, komme nicht von dir los. Polly, ich bin wie erschlagen vom Blitz. Vom erstaunlichen Zauber einer Liebe so groß. Johnny, dein Vater hat Pläne für dich. Sei vernünftig und geh, anders schaffst du es nicht. Johnny, die Chance deines Lebens verweht. Daran will ich nicht schuld sein, morgen ist das zu spät. Liebe auf den ersten Blick. Da ist eine Fessel am Fuß. Das ist falsch, du musst einsehen, Verpflichtung geht vor. Polly, es ist mir egal, was ich muss. Ich will morgen erst wissen, was ich heute verlor. Guten Abend, wie soll ich mich nennen? Ein Dämon, ein Schatten, mein Name ist Hass. Jetzt tun Sie nicht so, als ob Sie mich nicht kennen. Ich wohne doch bei Ihnen, mein Name ist Hass. Sie legen mich manchmal ins Koma durch Liebe, doch tot bin ich. Denn mein Name ist Hass. Hass! Besonders lebendig
im jungen John Newton, der sitzt in der Kneipe im Chatham am Quay. Da packen ihn plötzlich Marinesoldaten und zwangsrekrutieren ihn für die Armee. Im Krieg gegen Frankreich, in schrecklichen Stürmen, entwickelt sich John zum tyrannischen Mann. Der Hass kann nicht ähnlich als Ehrgeiz verkleiden, der offen zu denen verwandelt hat. Kindheit, mein Name ist Angst. Ich locke mit List, wenn ich will in die Falle. Kann klein sein und groß sein, mein Name ist Angst. Mit Mut und Vernunft mich ganz schnell zu betreiben, ist niemand gelungen. Mein Name dass er Polly für immer verliert. Man schnappt ihn in Torbay, jetzt müsste er hängen. Sie peitschen ihn auf und er wird degradiert. Da freuen sich alle, die er tyrannisierte. Jetzt quälen sie ihn ganz ohne Hass. Jahre Karibik im schwimmenden Knast. Und dann kommt die Orde, wir segeln am besten. 5 Jahre Karibik im schwimmenden Knast. John Newton ist verzweifelt. Mal plant er, den Kapitän umzubringen. Mal will er sich selbst ins Meer stürzen. Er dichtet Spottverse auf die Marine und auf König George. Seine vulgären Flüche schockieren selbst hartgesottene Seeleute. Der Kommandant will das Lästermaul loswerden. Auf der Insel Madeira tauscht er John Newton gegen 2 Matrosen eines nebenanliegenden Handelsschiffes aus. John ist unehrenhaft entlassen, aber frei. George, du kannst mich mal
beinahe die Majestät, sie blieb mir nur eine Frau. Ei, ei, ich bin entlassen, nur keine Tränen, Herr Kapitän. Beinahe ist das zu fassen, hätte ich Polly nie mehr gesehen. Da könnt ihr wetten, bei mir ein Auge zu. Ei, ei, ich hab verstanden, der böse John geht jetzt von Bord. Gott kam mir längst abhanden, scheiß drauf, mein letztes Wort. Wir fahren von Madeira aus, die westafrikanische Küste entlang, nach Süden. Was wollen Sie dort, junger Mann? Nichts. Auf das erstbeste Schiff umsteigen, das zurück nach England fährt. Und dort? Polly Maria Catlett. Einen Heiratsantrag machen. Sie ist eine entfernte Cousine von mir, aber höheren Standes. Ich wollte es ihr schon vorher sagen, aber ich wurde... Naja, aufgehalten. Sie wurden zwangsrekrutiert, besoffen gekidnappt und auf ein Schiff der Royal Navy gebracht. Mein Gott. Ja, ja, aber ich blieb nicht lang. Wie gesagt, ich wollte ja zu Polly und... Sie haben unerlaubt ein Kriegsschiff verlassen, sind desertiert. Pflichtvergessene Romantiker wie Sie bummeln in Wapping am Galgen. Ich weiß, bin da aufgewachsen. Nein, nein,
Ich wurde aufgehalten von... Von der neunschwänzigen Katze an Deck, ne? Und die Mannschaft musste zuschauen. So, so. Und womit wollen Sie die Familie Ihrer hochverehrten Polly Maria Catlett beeindrucken? Mit Narben? Hören Sie, Newton, die Passatwinde Westafrikas und das jahreszeitliche Wetter lassen Sie frühestens nächstes Jahr zurückkehren. Sitzen Sie nicht monatelang herum und verdienen Sie das Geld für Ihre Hochzeit bei mir. In Afrika? Wie das denn? Landeinwärts kämpfen rivalisierende schwarze Völker gegeneinander. Die Häuptlinge bringen ihre Gefangenen an die Küste, zu uns. Wir internieren sie in Lagern, bis sie von Schiffen abgeholt und in die Kolonien in Amerika gebracht werden. Und was wäre meine Aufgabe dabei? Bewachen Sie die neue Zukommende, verhindern Sie Aufstände, sorgen Sie für Nahrung und Trinkwasser und wenn ein Schiff anlegt, dann organisieren Sie das Verladen der Schwarzen in die Frachträume. Etwas höflicher Gleichgültigkeit. Ich sorge für emotionale Umnachtung. Ich mach sie gefühllos für Trauer und Leid. Ihr wackes Gewissen, ihr Unrechtsbewusstsein erstick ich im Keim. Ich bin Gleichgültigkeit. Newton, der Sohn einer gläubigen Mutter, bewacht schwarze Sklaven im Elendsquartier. Und die ihm gefallen, die nimmt er sich selber. Ich lass ihn verrohen zum grausamen Tier. Und die ihm gefallen, die nimmt er sich selber. Ich lass ihn verrohen zum grausamen Tier. Familien zu trennen. Er prüft und sortiert sie wie Obst oder Vieh. So würde ihn Polly nicht wiedererkennen. Dann spürt er Gefühle, betäube ich sie. So würde ihn Polly nicht wiedererkennen. Dann spürt er Gefühle, betäube ich sie. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home, a
Sometimes I wish that my crying was heard. Sometimes I wish, like a cloud in the sky, I'd move up to my home. I'd move up to my home. Like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long meinen hochgeachteten Verlobten, Mr. John Newton. Ihr erster Brief von der Guinea-Küste hat mich sehr beunruhigt. Unter rohen Sklavenhändlern und schwarzen Wilden könnt auch Ihre Seele Schaden nehmen, Mr. Newton. Kapitän Swanwick segelt demnächst nach Sierra Leone. Vielleicht kann er Sie vorzeitig abholen. Ihr Vater hat ihn darum gebeten. Ach, wenn Sie doch hier mit mir in London diesen deutschen Komponisten erleben könnten, Georg Friedrich Händel. Gestern hörten wir sein Stück vom Tag des Herrn, der wie ein schmelzendes Feuer den Hass, die Angst und die Gleichgültigkeit verbrennen wird. Ich musste das ganze Konzert über nur an Sie denken. Sehnsuchtsvoll, Ihre Polly Maria Catlett. Denn wer kann ertragen den Tag seiner Ankunft? Und wer kann bestehen, wenn er sich zeiget? Wer kann bestehen? Bye.
komm raus, komm mit. Ihr Vater schickt mich, ich hol sie ab und bring sie heim. Wieso, warum? Hier bin ich glücklich, geht der Armee nie mehr auf den Leim. Verdammt, ich bin kein Rekrutierer, bringt ihn nach Haus, lautet mein Befehl. Hier bin ich King, dort ein Verlierer, hier bin ich reich und besitze viel. Doch nicht so viel, wie sie dort hätten, ihr habt geerbt, Millionen schwer. Hier ein paar Wilde angekettet, doch dort ein Haus, ein reicher Herr. Ein Onkel starb, ist das zu fassen? Habt ihr ein Testament zur Hand? Ihr Vater hat's bei sich gelassen, doch schickt er dieses Schiff als Bahn. Ihr lügt, dass sich die Balken biegen. Ein schöner Schein, ein Schiff verbirgt mein Erbvermögen. Wir lichten Anker, komm steig ein. Wir lichten Anker, komm steig ein. Wir lichten Anker, komm steig ein. Kapitän Swanwicks Überredungskünste sind reines Seemannsgarn. Weder hat John Newton etwas geerbt, noch hätte irgendjemand ein Schiff verpfändet, um einen verlotterten Sohn heimzuholen. Swanwicks Frachtsegler, die Greyhound, handelt mit Holz, Wachs, Tuch und Werkzeugen. 7 Monate lang ist John praktisch ohne Aufgaben. Der gelangweilte Passagier liest theologische Bücher und er träumt viel. Wo gehe ich hin? Und was kommt jetzt? Wenn ich glaube, wenn ich liebe, stirbt die Hoffnung doch zuletzt. Was soll ich tun? Ich frag mich oft, sind sein Glück und Zukunft sicher, wenn man nichts mehr glaubt und hofft? Ich muss vertrauen, will mit dir übers Wasser gehen. Glaube, Liebe, Hoffnung neu verstehen. Traum vom Glück führt uns in ein gelobtes Land. Das scheint verrückt und dennoch fühlst du eine Hand, die dich lockt und lenkt, die dir Frieden schenkt. Höher als der menschliche Verstand, der Traum vom Glück keineswegs illusionär. Dich trifft ein Blick und den vergisst du niemals mehr. Weil ein Herz schon sieht, was dich vorwärts sieht. Diese Liebe geht als Licht vor dir her. Weiß nicht wohin, weiß nicht was wird. Hat mein Glaube an die Liebe mich nicht hoffnungslos verwirrt? Wo komm ich her und was wird jetzt? War vernünftig resigniert sein,
denn ein besserer Weg ins Glück. Ich will vertrauen, will mit dir übers Wasser gehen. Glaube, Liebe, Hoffnung neu verstehen. Der Traum vom Glück führt uns in ein gelobtes Land. Das scheint verrückt und dennoch fühlst du eine Hand, die dich lockt und lädt, die dir Frieden schenkt. Höher als der menschliche Verstand, der Traum vom Glück ist keineswegs illusionär. Dich trifft ein Blick und den vergisst du niemals mehr. Weil dein Herz schon sieht, was dich vorwärts zieht. Diese Liebe geht als Licht vor dir her. Der hoffnungsvolle Bräutigam in Spee liest alles, was an Büchern an Bord zu finden ist. Auch Nachfolge Christi von Thomas E. Kempis, einem mittelalterlichen Mystiker. Den Text vor Augen, die Gesänge der Sklaven im Ohr, träumt er weiter? Hat er Halluzinationen? Es ist der Abend des 9. März 1748. Oh, hey, oh, oh, listen here, John, John. You got to follow, why don't you, John, John? Now follow Jesus, who are you, John, John? That you can't hear him, his message in your pigeonhole can change and shape your mind and soul. John, don't you play deaf and blind, John, 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 and don't you lie no more. You talk so bad, John. Don't fall from grace now, 'cause when his wrath will come, how will you ask for salvation everlasting? You got to follow, he's deep within your heart and bone. So don't you slide on pride alone. Don't let him be denied, John, John, and don't you lie no more, John. You need a revelation. Give him an answer and trust the revelation. You should be humble that God has been so gracious. He's reaching out now to
welcome everywhere at some whatever you have said or done. John, with hands and feet, get on the run, John. And don't you lie no more. Oh, John. And don't you lie no more. Oh, John. And don't you lie no more. Oh, John. And don't you lie no more. Rasenroll, der an mir ist schlagartig hier. Jemand flüstert jetzt Gnade uns Gott. Der Orkan fällt sie an wie ein brüllendes Tier. Sind die Männer verloren in den Tod? Der Nacht schlägt das schneeweiße Meer, seine Zähne ans brüchige Deck. Biegt den Mast, bis er kracht, wirft das Schiff hin und her. Lass das Boot in ein John an das Steuer zu Not, jeder Brecher ein Schlag ins Gesicht. Sein verlorener Sohn schreit er betend zu Gott. Bitte, bitte, stell dich hin. Jetzt versteh ich das Lied, von dem Polly mir schrieb. Gott erscheint und wir stehen vor Gericht, wenn der Sturm weiterzieht und am Leben nicht blieb. Es ist Gnade verdient, hab ich's nicht. 11 Stunden steuert John Newton das Wrack durch den Orkan. Nach 4 Wochen wird er an die irische Küste gespült. Denn wer kann ertragen den Tag seiner Ankunft? Und wer kann bestehen, wenn er sich zeiget? Wer kann bestehen? Ich sehe himmlisches Grün, spüre Gras unterm Fuß, hör das Rauschen der Bäume an Land. Gott, du hast mir verziehen, gab's dem Sohn einen Kuss, einen Ring und ein neues Gewand. Ich kehr heim, mir wird klar, was die Liebe nur schafft. Ich bin schuldig,
begnadigt zugleich. Morgen früh beim Notar tritt mein Erbe in Kraft. Dein verlorener Sohn ist dann reich. Morgen früh beim Notar tritt mein Erbe in Kraft. Dein verlorener Sohn ist dann reich. Ah, der verwegene Mr. Newton, kommen Sie herein. Gratuliere, Sir, in Dublin, in London, hier bei uns in Liverpool. Die Pubs und Kneipen summen nur so von ihren Heldentaten. Mit einem Wrack über den halben Atlantik. Verdammt noch eins, Newton, Sie sind ein Teufelskerl. Gotteskerl wäre mir lieber, Sir. So ein Orkan lehrt beten, glauben Sie mir. Meine Greyhound liegt gerade in den Docks, wird gerade repariert. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Ach so? Ich bin aber kein Schiffszimmermann, Sir, kein Schmied, kein Seiler. Ich bin Notar, wie Sie wissen. Was kann ich für Sie tun? Die Versicherungssumme. Es geht um die Auszahlung der Versicherungssumme, um die Handwerker zu bezahlen. Ausgezahlt wird an den Schiffseigner. Die Greyhound gehört der Reederei Joseph Manistee und ist hier in Liverpool bei uns registriert. Wurde zuletzt gefahren von Captain Swanwick. Sir, Swanwick hat mich von Afrika hier nach England geholt, um das Erbe meines verstorbenen Onkels anzutreten. Für den Fall meiner sicheren Ankunft hier in England hat mir die Reederei das Schiff Greyhound als sicheren Pfand versprochen. Sie sind der Testamentsvollstrecker von dem Testament von meinem Onkel. Also... Ich fürchte, da irren Sie sich, Newton. Sie wurden betrogen. Ihr Onkel ist völlig mittellos und arm gestorben. Ein Testament war da wirklich nicht nötig. Von da kriegen Sie kein Geld. Und die Reederei, die hat die Greyhound als Totalschaden abgeschrieben und die haben auch schon die Versicherungssumme kassiert. Wieso, um Himmels Willen, wollen Sie einen maroden Pott auf eigene Rechnung reparieren lassen? Das war nie und das ist nicht Ihr Schiff. Sie sind mit dem Leben davon gekommen. Mit mir aber auch nicht. Danken Sie Gott dafür. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Welch ein zynisches Spiel soll das sein, oh mein Gott. Bin gerettet, doch fühl mich wie tot. Geachtete Miss Polly Maria Catlett, mein jahrelang nie verschwundenes Verlangen, Sie heiraten zu dürfen, wird auf ewig in meiner Brust verschlossen bleiben. Heute, am 24. Mai
1748 musste ich erfahren, hier in England keinerlei Mittel und keine berufliche Zukunft zu besitzen. Betrachten Sie deshalb unsere Verlobung als hiermit aufgelöst. Versuchen Sie, mich zu vergessen und einen Mann mit mehr Geschick zu finden. Ihr Verehrer John Newton.
jahrelang gewartet und geträumt. Hab gedacht, ich hätte meine große Liebe schon versäumt. Hab mich tausendmal gefragt, ob es das gibt, dass man einen nur den einen wirklich liebt. Hab gezweifelt und gehofft bei Tag und Nacht, das Feuer war entfacht, jetzt brennt es lichterloh, denn ich Sonne auf am roten Horizont, war ich sicher, dass mein Name fest in deinem Herzen wohnt. Zog der Mond dann durch die Nacht in Silberlicht, schien mir sternenklar, du liebst mich einfach nicht. So rollt Wehmut stets der Sehnsucht hinterher, wie Wellen auf dem Meer, mal traurig und mal froh, denn ich Polly Maria Catlett, 21, und John Newton, 25, heirateten am 1. Mai 1750. Dass sie die Initiative ergriffen hatte und sich für einen Seemann mit 70 Pfund Schulden entschied, wie John Newton später schreibt, war nicht standesgemäß. Der junge Ehemann steht unter Druck, seinen Schwiegereltern Tüchtigkeit zu beweisen. Nun hat ein Reeder gehört, dass der berüchtigte John Newton neuerdings religiös sei und solide. Er macht ihm das Angebot, Kapitän dreier Schiffe zu werden. Johns finanziellen Probleme sind schlagartig gelöst. Aber alle drei Fahrten sind Sklaventransporte. Sie kennen
den Hass und die Angst und die Gleichgültigkeit. Aus Angst, seiner Polly nichts bieten zu können, ist John jetzt für jede Art Arbeit bereit. Aus Angst, seiner Polly nichts bieten zu können, ist John jetzt für jede Art Arbeit bereit. Er wird Kapitän für 3 Sklaventransporte, holt lebende Fracht aus Westafrika her. Voll Gleichgültigkeit schreibt er eiskalt ins Logbuch, sie sterben vor Elend, man wirft sie ans Meer. Voll Gleichgültigkeit schreibt er eiskalt ins Logbuch, sie sterben vor Elend, man wirft sie ins Meer. Gebote der Bibel kennt John zur Genüge, und doch spürt sein Herz weder Unrecht noch Leid. Sein Job passt doch prima ins Wirtschaftsgefüge, der fromme John Newton, ein Kind seiner Zeit. Sein Job passt doch prima ins Wirtschaftsgefüge, der fromme John Newton, ein Kind seiner Zeit. Wir sind die Dämonen, die sich gern maskieren als wirtschaftlich sinnvolle Normalität. Und will dein Gewissen der Herz protestieren, dann spürst du auch heute, wie Gegenwart wird. Und will dein Gewissen der Herz protestieren, dann spürst du auch heute, wie Gegenwart wird. Was hat sie für Schenkel, erstaunliche Gnade, und schon auf der andere gnadenlos aus. Doch wird er ihn tragen und weinen und singen, denn er hat die Liebe der Kirche zum Haus. Doch wird er ihn tragen und weinen und singen, denn er hat die Liebe der Kirche zum Haus. Von 218 Sklaven auf der Brownlow sterben 67 unterwegs an Infektionen, Hitzschlag, Seekrankheit, bei Schlägereien oder durch Selbstmord. Mit der African bringt er gerade noch 87 Sklaven von Sierra Leone nach Charleston in Nordamerika. Angewidert und entnervt kehrt John Newton nach England zurück, gibt sein Kapitänspatent ab und wird Hafenmeister in Liverpool. Im September 1755 hört er den Prediger George Whitefield und ist vom Enthusiasmus der Erweckungsversammlung tief berührt. We live and let you live. I'm glad to.
John will Pfarrer werden, studiert Theologie und hat unfreiwillig viel Zeit dazu. 6 Jahre lang lehnt die Kirche von England seine Bewerbungen ab. Man misstraut seinem Charakter und seinem enthusiastischen Glauben. Den einen ist er zu wild, den anderen zu fromm. Endlich, am 4. März 1764, wird der ehemalige Sklavenkapitän ordiniert zum Pfarrer der Dorfgemeinde Olney. Silvesternacht, liebe Gemeinde, schaut man zurück und müsste zusammenbrechen unter der Last der Fehler und Fehlentscheidungen. Dennoch die Augen, aus Angst vor der Zukunft, aus Hass gegen die dummen Leute, aus Gleichgültigkeit gegenüber den Leidenden. Doch einzig und allein die Macht des Wortes Gottes öffnet uns Augen und Herzen. Los von der Angst. Ich weigere mich zu hassen. Ich wehre mich gegen die Gleichgültigkeit. Lord, have mercy on me. Heute Nacht, da schrieb ich diese Zeile. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now blind, but now I see.
Dass man in der Dorfkirche von Olni moderner singt als üblich, begeistert auch zwei Teenager aus Adelskreisen, William Pitt und William Wilberforce. 1785 ist Pitt der jüngste Premierminister Englands und Wilberforce will Pfarrer werden, statt Politiker zu bleiben. Ich war jung und saß herum im Parlament. Stimmte ab, stimmte zu, hab die Debatten noch verpennt. Man hat Macht, scheffelt Geld, doch man verändert nicht die Welt. Bis ich Newton fragte, was er davon hält. Junger Mann, bleiben Sie dran, ich bitte Sie. Sie sind Christ, sagte John, und ein politisches Genie. Ihre Macht ist ein Glück, denn mit Glaube und Geschick brechen sie dem Sklavenhandel das Genick. Wirtschaft und Regierung widersprachen voller Zorn. Haben wir nicht gerade erst Amerika verloren? Weltmacht sind wir durch unsere reichen Kolonien. Alles bricht zusammen, lassen wir die Sklaven ziehen. Auch beim Volk nie ein Erfolg, nur Spott und Hohn. Keine Angst, sagte John, vor einer Wirtschaftsrezension. Sie sind gut, sie sind klug, Gottes Gnade macht uns Mut. Gleiches Recht für alle, das ist unser Lohn. Wilberforce und Wilkopf schrieb die Presse, das war fies. Revolutionäre gehen besser nach Paris. Kaum Verstreicher heißt es, Glück in sich nicht von allein. Und wie kommt der Zucker wohl in ihre Kriege? Insolvenz als Konsequenz war nie gemeint. Keine Angst, sagte John und blieb mein väterlicher Freund. Sie sind gut, sie sind frei, ohne Hass und Heuchelei. Gottes Gnade widersteht der Tyrannei. Sind Sie nicht befreundet mit Premierminister Pitt? Nehmen Sie doch den Mann zu den Sklavenschiffen mit. Umgekehrt, Herr Newton, sagte ich die klipp und klar. Sie gehen mit zum König und erzählen, wie das war.
Der junge Politiker Wilberforce kämpft 20 Jahre lang für ein Verbot der Sklaverei. John Newton unterstützt ihn. Doch bevor er seinen großen Zeugenauftritt vor König und Parlament hat, erleidet er am 15. Dezember 1790 einen schrecklichen Verlust, den Tod seiner geliebten Frau. Wer kann ertragen den Tag seiner Ankunft? Polly, was ist mit dir? Und wer kann bestehen, wenn er sich zeiget? Wer kann bestehen? Polly! Ich war nie eine kerngesunde Frau, aber jetzt ist es Krebs. Bleib bei mir, ich steh treu und fest zu dir. Dieser Ring, dieses Band sind mein Herz und meine Hand. Und Kinder schenken konnte ich uns auch keine. Was uns hält, ist Liebe bis zum Tod. Wir fanden Haus und Brot, Gott wusste wie und wo. Und ich lieb dich so. 40 Jahre waren wir glücklich verheiratet. Welch erstaunliche Gnade, findest du nicht? Thank you.
24. Februar 1807. Nach 10-stündiger Debatte beschließt das Parlament im gesamten britischen Weltreich, den Sklavenhandel zu verbieten. Thank you.
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns. Gott sei die Ehre, nicht wahr? Halleluja. Und ein ganz herzliches Dankeschön auch an alle Beteiligten hier. Es sind zu viele, sie alle zu nennen. Aber ich möchte das Team einmal nennen auch, die hier mitgeplant haben unter der Leitung von Inge Wiens. Da ist Doris Dück, Doris Klaassen und auch Gabriela Vogt. Und ich möchte bitten, dass sie einmal hier nach vorne in die Mitte kommen. Es ist ein kleines Andenken und ein kleines Dankeschön für euren Einsatz, das wir euch hier überreichen möchten. Bitte schön. Ihr dürft doch einmal aufmachen und wenigstens einer von euch, Inge vielleicht, und das zeigen, wenn ihr möchtet, das einmal öffnen. So, und dann steht da noch ganz unten ein Name und das ist Stefan Dück. Wir wollen euch gerne noch zum Abschluss das Lied singen. Glad to be in the service, und wer will, ist eingeladen mitzusingen. I'm glad to be the service.
Ihr seid auch alle eingeladen zum Tellerrandkuchen. Wie gesagt, das ist hier rechts draußen auf dem Rasen. Kommt, seid unsere Gäste, genießen wir die Zeit zusammen. Wir bitten nur, dass wir langsam und ordentlich diesen Raum verlassen. Hier sind einige Stühle noch zum Aufräumen. An sich frohe Weihnachten und gute Nacht.